Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego der Herr der Ringe. Und ja, wir sind im letzten Part leider nicht sonderlich weit gekommen, aber ich musste mich erstmal aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht zurecht über gewisse Elemente aufregen, die nicht so funktionierten. Okay, das war jetzt mein Fail. Aber jetzt... Was? Ich war da drauf. Ich bin da jetzt hier drauf. Okay. Okay. Ja, aber wie gesagt, es ist schlecht vom Design her, wenn ich nicht wieder zurück kann, um dort gewisse Dinge zu lösen, die ich ja später durchschaut habe. Ganz schlecht. Aber okay. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Ja, und legen erstmal ein Feuerchen, wodurch wir hier erstmal einen weiteren Weg freilegen können. Was ist das jetzt? Achso, hier können wir noch was schaufeln. So, was haben wir hier Schönes? Achso. Eissprengung. Wurzelsprengung. Yay. Wurzelsprengung. Wer in Geografie aufgepasst hat, der weiß das. Obwohl ich nicht gut darin war, in diesem Fach, komischerweise. Es hat mich aber auch nicht sonderlich interessiert. Das war wieder was anderes. Okay, aber nun gut. Wir müssen hier noch ein bisschen was kaputt schießen. Und was habe ich dadurch? Erstmal nichts außer Schnee und noch mehr Schnee. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach so, ich kann was zusammenbauen aus Klötzchen. Und das ist wahrscheinlich für Gimli gedacht. Ey, ja, wunderbar. Nein, nicht schlagen. Ja, obwohl. Was? Das muss man mir jetzt erstmal erklären. Okay, du darfst noch mal fliegen. Nein, ihn nehmen. Oh, Gimli, komm jetzt hierher. Gimli, es kann nicht so schwierig sein. Okay. So. Und jetzt werfen wir dich hier ran. So sieht das aus. Also ich wette, im Zweispieler-Modus hätte es garantiert geklappt. Und so müssen wir jetzt diesen Bereich, denke ich, mal verlassen. Die Minen von Moria gehen. Lass den Ringträger entscheiden. Wir werden durch die Minen gehen. So sei es. Zwergentüren sind unsichtbar, wenn sie geschlossen sind. Ja, Gimli, und selbst ihre Meister können sie nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist. Wieso überrascht mich das nicht? Oha. Naja, ich meine, man sieht, wo der Eingang eigentlich ist, aber wir müssen hier natürlich noch ein bisschen was lösen. Das ist klar. Smaugs Einöde. Ach, wie hieß denn dieses Zwergenreich? Steffi hätte das jetzt wieder ad hoc gewusst. Aber das hatte ja auch ein, naja, verstecktes Schlüsselloch, sage ich mal. Was man nur unter bestimmten Umständen sehen konnte. So, da haben wir hier einen Teich. Mit einer Flasche drin. Yay, eine Flaschenpost. Okay. Aber dann können wir uns hier weiter erstmal umgucken. Vor den Minen von Moria haben wir hier erstmal... ja, mit seiner Axt rissige Hindernisse... durchbrechen, das ist klar. Wir können aber erstmal speichern und zu Gimli wechseln. Ich kapiere dieses System des Wechselns manchmal nicht, aber okay. Nein, nicht Legolas, Gimli. Hier haben wir natürlich hier schon richtig geparkt. Und Rüms, erstmal schön was eingerissen. Okay. Wurzeln ohne Ende. Wir können auch die Wurzel ziehen. Wäre auch was für sich, aber nee. Wir kriechen hier erstmal lang. Also ich wette, diesmal schaffe ich nicht den wahren Abenteurer. Da habe ich dann doch ein bisschen zu viel verloren. Und irgendwer kann hier raufklettern. Aber wer kann hier hinaufklettern? Nein. Wir probieren es mal mit Frodo.
kann er vielleicht raufklettern. Also irgendeiner muss ja da hochkommen können. Spiel, warum gibst du mir keine Hinweise? Ach so. Man könnte es ja auch einfach mal einschlagen, natürlich. Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber, okay. Man muss ja hier mal ein bisschen rumprobieren. Und da haben wir noch was zum Zusammenbauen. Guck mal doch mal. Frodo, was baust du uns da Schönes zusammen? Ach so, ja, ich verstehe schon. Vielleicht von der anderen Seite? Ah, ich verstehe. Ach so, Moment. Na gut, das kriege ich unter Umständen noch schneller hin. So. Und wo sind wir denn hier oben? Ach so, das ist für Gimli, wie es aussieht. Wie es scheint, Gimli, wo bist du? Ah, da bist du ja. Also, wieder mal mit Gimli hier hinauf. Und wenn wir mit Gimli dort oben sind, weiß ich nicht weiter. Na, guck mal einfach mal, wie das so läuft. Also. Das sieht gut aus. Das können wir zerstampfen. Wir fallen hinunter, kriegen ein paar Stats ab. Und haben noch was zum Zusammenschustern. Ah, wir haben ein paar Fragmente der unsichtbaren Tür dorthin gebaut. Weil wir nicht wissen, dass es eine unsichtbare Tür ist. Genau deswegen bauen wir dort einfach mal was hin. Es könnte ja was dort sein. Das sieht aus wie so ein... Ach so, doch, da ist etwas. Ach ja, ein Feuerchen. Also Feuerholz. Feuerhölzchen. Ja, aber in der letzten Folge, das war einer meiner... Naja, seltenen Rages, musste ich mal sagen. Ist ja jetzt auch egal. Warte mal. Um Legolas zu wechseln mit seinem Bogen. Ach ja, da konnte ich noch irgendwas machen. Okay. Dafür gibt es natürlich auch Stats in unserer Sammlung. Kann ich das damit irgendwie zerschießen? Nein, kann ich nicht. Schade. Hier gibt es bestimmt wieder ein bisschen Holz. Okay. Wenn auch nicht vor der Hütte, aber das ist ja egal. Welches wir dann mal wieder hier ablegen. Dadurch können wir bestimmt die Tür zum Leuchten bringen oder sowas. Also einmal Holz brauchen wir noch. Ja, yeah, einmal Holz. Das macht uns ja ganz stolz oder so. Okay, dann hier mal rüber gejumpert. Was ist das denn hier? Ach so, das ist nur der dezente Hinweis, dass ich mich da halt an einen Ast schwingen kann. Aber hier gibt's noch was. Okay, okay, okay. Ist hier hinten noch irgendwas zu entdecken? Nein. Und das kann ich nicht zerstören. Warum auch immer. Das kann nur eine spezielle Waffe. Ja, Frank, wir haben es geschafft. Wir haben den Spieler zur Verwirrung gebracht. Sprechen gerade die Entwickler untereinander. Na gut, wie dem auch sei. Dann hangeln wir uns mal genüsslich hier rüber. Noch ein Stück. Schnüffelstück. Ach so, und dann kann ich... Ah, ja, 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 ja. So, da haben wir das. Sodass wir hier uns rüber tüdeln können. Ups, Damakash, das habe ich nicht von dir geklaut. Ah ja, und dann geht hier irgendwas kaputt, sicherlich. Was wir hier noch zusammenbasteln. Ah, gut. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wo hier... Warte mal. Sam konnte doch angeln, oder? Wer konnte angeln? Einer dieser Dudes könnte auf jeden Fall angeln. Muss man hier angeln? Kann ich hier angeln, ist die Frage. Und wenn ich hier angle... Nee, der konnte es erst recht nicht. Nein, falscher Gegenstand. Na, runter! Runter, genau. Konnte heirate mich irgendwie hier... nein. Das sieht ja so aus, als könnte man hier angeln. Aber ich brauche ja noch ein Stück Holz. Das ist Fakt. So. Okay. Dann klappt das auch nicht. Pippin, konntest du vielleicht angeln? Ach so, hier kann man überhaupt nicht angeln. Schade. Na gut. Wie finde ich dann noch das letzte Stück Holz? Ich meine, ich habe ja jetzt schon einen Großteil hier abgesucht. Außer hier das noch nicht. Das ist noch nicht zerstört. Und ich wette, der Level ist beendet, wenn man... hier irgendwie, naja, dann da in die Minen reinkommt. Weshalb wir hier noch ein bisschen uns umschauen müssen. Die Blume können wir komischerweise nicht zerstören. Ach, Herr Jemine. Herr Jemine.
Mensch, das ist doch aber hier auch ein Gefuddel. Dass man sich hier gar nicht zurechtfindet. Achso, kann ich da... Achso, das kann ich einfach mal so zerschlagen. Es fehlt noch ein Stück Holz. Noch einmal Holz fehlt. Aber das brauchen wir noch irgendwie. Aber wo bekommen wir das her? Hier ist ja auch schon wieder was gewachsen. Nee. Dem war ich aber nicht gewachsen. Yay. Na gut. Wenn ich dem nicht was ist das denn? Was ist das bitte? Wo muss das hin? Ach so. Ja. Okay. Ist der Gegenstand wieder da? Nein. Wo kann ich den hinwerfen? Dahin? Ach, warte mal. Da sehe ich was. Ja, und du? Was habe ich jetzt davon? Ich kann... Ach so. Nee. Doch nicht. Ist hier vielleicht noch etwas, was ich aufsammeln kann? Erstmal muss ich das irgendwie zerstören. Ja, ich wechsle mal zwischen den Charakteren hin und her, um ein bisschen Varianz hier reinzubringen. Was habe ich hier? Wieder dieser Gegenstand. Aber wo kann ich damit hin? Ich meine, wo gibt es hier eine Anzeige? Ups, das war ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ach so! Ach! So haben die sich das gedacht, ne? Das haben die ja wieder geschickt eingefädelt hier. So wollten die es. Also ich soll die Waffen zer... Die... Moment, Flaschen zerschmeißen. Was ist das hier? Ist das hier auch zerschmeißbar? Moment. Da ist ja immer noch was zum Zerwerfen. Na, gucken wir doch mal. Ja, was bringt mir das bitte? Da schmeiße ich jetzt schon gefühlte 30 Trilliarden Mal was drauf und dann geht das nicht. Na gut. Also, hier mal was hinschmeißen. Da haben wir 2 von 3. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber so sei es dann. Wo ist denn jetzt der nächste Gegenstand, den ich hier aufheben kann? Hallo? Gegenstände, wo seid ihr hin? Ich muss noch eine Flasche zerschmeißen. Aber wo ist die hin? Wo ist der nächste Gegenstand? Ich brauche noch einen Gegenstand. Und warum wächst du nach? Ach so, dafür. Ah, ja. So, dann zerschmeißen wir dich. Ach so, das war eine Schatztruhe. Was? Nicht das Wasser auf? Okay. Hier war da noch ein Gegenstand. Doch nicht. Ach so. Wo ist jetzt aber das letzte Stück Holz? Hallo Holz, wo bist du? Holz, ich such dich. Er kann ja nicht sein. Hier muss ja noch irgendwo so ein Stück Holz sein. Wer hat die Lösung aufgeschlagen? Wer kann mir sagen, wo ich das letzte Stück Holz finde? Oder kann ich jetzt hier... Nein, kann ich auch nicht. Ich meine, hier gab es doch irgendwo ein paar Gegenstände. Aber wer konnte denn angeln? Irgendeiner konnte doch angeln hier. Nein. Er nicht. Sam, konntest du angeln? Nein, du konntest das gerade auch nicht. Aber warum stellst du dich da hin? Ist da was? Gibt's da irgendwas umsonst oder so? Oder gibt's da Bananen? Also Fakt ist, ich brauche ja noch irgendwie so ein Stück Holz. Aber ich finde keinen Gegenstand mehr, den ich hier werfen kann. Und da kann ich auch nicht hoch. Also, da kann ich auch nicht lang. Legolas, kannst du noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Ich dachte ja, dass jemand angeln kann. Aber irgendwie muss ich mich da getäuscht haben. Ach ja, bei diesen Punkten springt man höher. Ah, hier gibt's doch kein Holz. Also, wo ist das Holz? Wo ist das Holz vor den Minen von Moria? Das ist jetzt immer noch die Frage, die sich mir hier nicht beantworten lässt. Ach ja, ist egal. Dann gucken wir eben nicht mehr da oben lang. Aber uns fehlt da hier noch ein Stück Holz. Und da gab es Gegenstände. Also. Irgendeiner hatte eine Angel. Na, Boromir wird das nicht sein. Da habe ich nur... Ja, diese Büchse, eine Schaufel, eine Bratpfanne. Und das hilft mir aber auch nicht weiter. Und die anderen, die haben doch alle nur...
Nein, die haben doch eine Angelrute. Okay, hier hat ja doch jemand eine Angelrute. Ach, Herr Jemine. Ach so. Okay. Zerstört einfach den Steg, das ergibt Holz. Ja, macht Sinn. Alles klar. Wer hat diesen Einfall gehabt? Ja, genau. Zerstör den Steg. Dann ergibt sich Holz. Brennholz. So, und dann dürfen wir hier noch irgendwas anzünden können. Ah. Yay, wir fackeln eine Tür an. Hier steht, die Türen von Durin, des Herrn von Moria, sprich Freund und tritt ein. Es ist ein Rätsel. Was ist das elbische Wort für Freund? Mellon. Oha, hier haben wir also einen Checkpoint und hier haben wir ein bisschen was zu tun, so wie es aussieht. Das schaffe ich zwar bestimmt nicht mehr in diesem Part. Was speichern und fortfahren? Ach so, na, wenn ich hier speichern und fortfahren kann, dann werde ich diesen Part einfach an dieser Stelle beenden. Genau so sieht es aus. Da beende ich diesen Part an dieser Stelle und ich werde, wie gesagt, keinen wahren Abenteurer erreichen. Da bin ich ein paar Mal zu oft runtergefallen, aber das ist ja nun auch egal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieser Part von Lego Herr der Ringe oder der Herr der Ringe gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part von eben diesem Spiel sieht man sich.